Servus, ich bin Jason of York, der Feile Fluencer. Und ich begrüße euch wieder mal ganz herzlich hier auf diesem Kanal zum neuesten Feile Bay Video. Ich begrüße euch wieder sehr herzlich zu einem neuen Vergleichsvideo aus unserer Feile Bay Kollektion. Heute haben wir unseren zweiten Vergleich unseres Yorkshire Day 2022 von Feile Bay. Wir vergleichen ihn heute mit, ja, eigentlich mit der Originalversion, mit dem 2020er. Das wird lecker, das kann ich euch schon sagen. Wie ihr wisst, ist der 2020er wirklich einer meiner absoluten Favorites. Das habe ich auch schon im Video gesagt. Es war der erste Yorkshire Whisky, der erste Filey Bay, wo wirklich die ganze Flasche leer wurde. Und das will schon was heißen bei meiner Riesenauswahl, die wir hinten haben. Von daher denke ich, wird das heute spannend, wenn wir den 2022er mit dem originalen 2020er vergleichen. Und wenn wir ihn uns mal anschauen hier im Glas, dann ist schon gleich eigentlich etwas auffällig. Und zwar sehen wir das, wenn ich das hier ein bisschen vor das Weiße halte. Das hier ist, Wunder, Wunder, der 2022er. Das erkennen wir daran, dass der, ja, Karamellfarben ist, dunkles Bernsteinfarben. Wirklich richtig schöne, angenehme Farbe. Wenn wir dagegen den originalen Yorkshire 2020 nehmen, dann sehen wir, der ist deutlich heller. Der ist, ja, gelblicher. Eigentlich. Der ist wirklich in der Farbe, von der Farbe her, deutlich heller. Warum? Nun, wir haben es hier mit einem Blend eigentlich genau genommen zu tun von Oloroso und Moscatel. Und ihr wisst ja, Moscatel, einer meiner Favorites. Der 2020er, die Originalversion wiederum, ist ja Original PX gereift, also Pedro Ximénez Fässer. Verspricht auch gut süß zu werden und ist in diesen Fässern ja 4 Jahre letztlich gereift, von 2016 bis 2020. Der 2022er, die 2022er Yorkshire Edition, die ist wiederum ja etwa 4, 4,5 Jahre gereift, entsprechend von 2018 bis oder Ende 2017 bis 2022 jetzt. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir sie doch einfach mal und schauen sie uns weiter mal an. Die 2022er Edition, habe ich ja schon gesagt, wenn man dran riecht, wir riechen hier ganz stark Rosinen, ein bisschen Chili dahinter, Marzipan, die Pflaumen und halt so diese roten Früchte. Was finde ich sehr, sehr angenehm ist. Er riecht entsprechend süß. Man merkt hier, sagte ich schon in den anderen Videos, man merkt hier ganz deutlich den Moscatel-Einschlag. Wie gesagt, ungefähr ein Drittel dieses Whiskys besteht ja aus Whisky gereift im Moscatel-Fässer. Man riecht auch den Oloroso, aber ganz stark meiner Meinung nach schlägt hier wirklich der Moscatel durch. Ich finde ihn, ich gebe es zu, ganz angenehm und wie ihr schon aus den anderen Videos wisst, auch total lecker. In diesem Sinne, cheers. Es fällt auf, dass zunächst wir hier eigentlich die Rosine haben. Er ist fruchtig, er ist süß, angenehm süß. Man schmeckt das Karamell und auch das Marzipan durch
und dann eigentlich kommt diese angenehme Eichenwürzigkeit. Geschuldet den Fässern, geschuldet dem Alter des Whiskys mit 4 Jahren. Wirklich sehr schön, perfekt eigentlich ausbalanciert. Im Abgang, was ich sagte, eigentlich der perfekte Weihnachtswhisky. Er ist angenehm lang und man merkt dann im Nachgang, so jetzt nach einiger Zeit, merkt man so diese, ja, ich würde sagen, das ist eine Mischung aus Schokolade, so 70-75%iger Schokolade und Haselnuss. Nicht so wie dies, was ihr sicherlich kennt, so wie Hanuta, das nicht. Eher so wie so ein bisschen wie die Toffifee. Wenn man die Nuss, die Haselnuss sozusagen aus dem Toffifee rausholt und dann mit so ein bisschen Toffee drumherum dann sozusagen kaut, dann hat man so ungefähr diese Süße, dann hat man auch so ungefähr diesen Haselnuss, dieses Haselnussaroma dahinter. Ich persönlich finde das immer noch einen ganz hervorragenden Whisky. Ich kann ihn euch auch nur empfehlen. Er ist jetzt seit einigen Tagen erhältlich bei der Spirit of Yorkshire Distillery, aber auch hier sage ich, er wird nicht nach Deutschland kommen, er wird nicht zu Schlumberger kommen. So ist die Auskunft von Joe Clark, dem Whisky Master, dem Whisky Chef Distiller. Ihr müsst ihn euch, wie gesagt, bei der Spirit of Yorkshire direkt bestellen und dann rechnet mit dem Faktor 1,5. Also ja, 90 Pfund ist er annonciert, 20% runtergerechnet für die englische Mehrwertsteuer, heißt ca. 75 Pfund. Und dann entsprechend multipliziert mit dem Faktor 1,5 kommt da so Pi mal Daumen auf 120, 130 Euro pro Flasche. Meiner Meinung nach absolut wert, absolut schöner, absolut angenehmer Whisky, wirklich sehr schön. Ich habe ihn ja auch schon verglichen mit der 2021er Version. Und da muss ich sagen, da gefiel mir der 2022er besser, geschuldet ganz klar dem Drittel Moscatel, was hier drin steckt. Im Geruch jetzt würziger, als man es eigentlich erwarten würde. Süß, ganz klar. Vielleicht bin ich am Überlegen, ob man da auch noch Kirschen durchriecht. Ja, durchaus. Das Marzipan, die Pflaumen, wirklich eine sehr schöne Mischung an Früchten, die wir hier haben. Und dann sage ich nochmal Cheers. Auch hier fruchtig, süß und schön süß. Wirklich richtig angenehm. Man merkt es, Karamell, diese perfekte, ausbalancierte von dieser Würzigkeit einfach wirklich sehr schön. Erinnert ein bisschen so an so ein bisschen Pfeffer. Und man merkt, klar, die Rosine, sagte ich, die dunklen Früchte dahinter, wirklich sehr schön. Und im Abgang, ich würde sagen, es ist ein toller Whisky, den man zu Weihnachten ausschenken kann. Nicht jetzt unbedingt im Sommer beim Yorkshire Day. Da würde ich doch eher was Leichteres bevorzugen. Vielleicht ein Flagship-Whisky. Aber es ist ein sehr schöner Whisky. Also wenn die dunklere Jahreszeit kommt, dann kann man den hier absolut wunderbar am Abend genießen. Er ist ein wirklich sehr schöner, sehr guter, sehr ausbalancierter Whisky geworden. Ja, die 2020er Version des Yorkshire, der Yorkshire Day Edition vom Filey Bay war natürlich sehr populär und war natürlich auch sehr extrem schnell ausverkauft, ganz klar. 1500 Flaschen, die wir hier haben.
wie üblich bei den Yorkshire Edition, alle Yorkshire Editions bisher mit 55 Volumenprozent. Natürlich ganz klar, alle Natural Color, Non-Chill Filtered, heißt also keine Farbstoffe drin, keine Kühlfiltrierung, die wir hier entsprechend haben. Und die Spirit of Yorkshire hat damit eigentlich eine sehr schöne Tradition angefangen, jedes Jahr hier diese Special Edition zu veröffentlichen. Leider ist es natürlich durch den Brexit etwas komplizierter geworden, an diese Flaschen zu kommen, aber bisher hat es immer noch gut geklappt und ich kann sie auch jedem auch nur empfehlen. Die 2020er Version, sagt mir ja, ist farblich gesehen etwas heller. Sie riecht auch anders. Sie riecht zitruslastiger. Also man riecht hier meiner Meinung nach noch den originalen Flagship besser durch, also den eigentlichen Brennereicharakter. Man riecht Kirschen und auch hier ja die Rosinen, würde ich schätzen. Also, immer noch, muss ich sagen, eigentlich einer meiner Favorites und auf jeden Fall der Favorite der Sonderedition vom Filey Bay und von den Yorkshire Editions. Dann würde ich sagen, auch hier, cheers. Fruchtig, süß, aber auch eine andere Süße als beim Moscatel. Und jedes Mal, wenn ich ihn probiere, wenn ich ihn verkoste, dann stelle ich fest, dass er immer noch eigentlich einer meiner absoluten Favorites ist, weil er ist einfach super. Man merkt hier diese dunklen Früchte. Man merkt auch so eine angenehme Würzigkeit, bin ich ja da immer grundsätzlich dafür, so eine gewisse Würzigkeit auf der Zunge dann zu haben, halt eben entsprechend, ja, resultierend aus schwarzem Pfeffer. Man merkt so diese Orangen-Zitrusfrüchte eigentlich dahinter. Sehr lecker. Und natürlich auch hier wieder vom Sherry so diese leichte, na leicht kann man es auch nicht nennen, aber diese Rosine, die halt durchkommt. Im Abgang Karamell, Schokolade, Kakao. Wobei hier der Kakao sehr angenehm ist. Also es ist jetzt kein direkter Zartbitter-Kakao, sondern ich würde es auf so, naja, herbere Milchschokolade schieben. Also kein wirkliches Zartbitter, sondern wie gesagt so vielleicht 60% Kakaoanteil, Kakaostärke, sowas in der Richtung. Ja, deutlich jetzt die Zitrusfrüchte, der Flagship, der hier deutlicher durchkommt eigentlich. Also eigentlich der Brennereicharakter selbst, der hier ganz gut durchkommt. Dieser leichte Whisky, diese Fruchtigkeit. Wirklich sehr schön. Cheers. Ja, diese Würzigkeit, die gerade durchkommt. Vorher diese fruchtige Süße. Diese leicht tropische Süße.
Sehr schön, sehr angenehm. Ja, die Wahl fällt heute für mich auch nicht allzu schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich muss dazu nichts sagen. Der 2020er Yorkshire ist und bleibt eigentlich mein Favorite von allen Yorkshire Editions. Er ist ein hervorragender Whisky, meiner Meinung nach. Ich mag den unheimlich gerne. Und man sieht ja auch, er nimmt schon wieder in der Flasche ab, kaum dass sie offen ist. Er ist wirklich sehr angenehm, sehr lecker und meiner Meinung nach für ein Yorkshire Day noch am besten geeignet, weil der Yorkshire Day ist ja am 1.8. gewesen. Das heißt also mitten im Sommer, da ist es warm, da möchte man einen leichteren Whisky haben, da möchte man nicht vielleicht wie bei der Yorkshire Edition 2022 einen Whisky haben, der in Richtung Weihnachten geht, also der ein bisschen schwerer ist, der ein bisschen fülliger ist, sondern ein Whisky, der angenehmer ist, der leichter ist. Und daher ist meiner Meinung nach, dass der Filey Bay 2020 immer noch von den dreien der beste ist aus dieser Serie, was natürlich nicht heißen soll, dass die anderen beiden schlecht sind, um Gottes Willen, nein, so weit entfernt davon. Sie sind auch beide hervorragend. Aber meine persönliche Reihenfolge wäre tatsächlich zu sagen, der 2020er ist für mich immer noch die Nummer 1, dann kommt der 2022er und dann entsprechend folgt der 2021er. Und den 2022er auf Platz 2, ganz klar wegen dem Moskatel, den er entsprechend enthält. Ja, nun bleibt mir nichts weiter zu sagen als Servus und Goodbye. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr hier ein Abo dalasst. Wenn euch der Inhalt dieses Kanals gefällt, dann hinterlasst doch bitte auch noch ein entsprechendes Like. Stellt die Glocke an, dann seid ihr immer informiert darüber, was es hier Neues gibt. Also, in diesem Sinne, Servus und bis bald.